Sziasztok! Lass uns schauen, was sagen die Karten heute an dem Walpurgisnacht? Und das nur für dich. Ich bringe dir hier diese wunderbaren Skatkarten mit. Schließe deine Augen und sende mir deine Gedanken zu. Was sollst du hier in Bezug auf dein Mister erfahren? Was sollst du hier auf Bezug auf dein Mister wissen? Was sollst du jetzt hier wirklich wissen? Was ist nur für dich? So, ich habe das den Impuls noch zu mischen. Und das ist die unterste Karte. Schwarz. Schwarz wie die Nacht. Schwarz wie die Nacht. Schwarz wie die Nacht. Und heute haben wir auch wirklich einen Portaltag. Und dieses Portal, ne, also ist ja auch wirklich, wie du siehst, mit dem Walpurgisnacht, das wird schon besonders. Und ja, also das soll für den Schutz und Zugang zur Fruchtbarkeit sein. Und also dieses Ritual zelebriere ich für dich. Und du kannst ja deinen Namen mitbringen und eintragen. Und den Namen von deinem Herzensmenschen, denn die Fruchtbarkeit geht es gar nicht, dass du Kind kriegst, sondern es geht wirklich darum, dass eure Beziehung in eine fruchtbare Ebene übergeht. Und das werde ich dann so richtig schön zelebrieren. Du bekommst auch ein Video, ne, was ich für 2 Tage zur Verfügung stelle. Und was du noch bekommst, also auf jeden Fall Energieübertragung. Und schau mal, also es geht hier um den Wachstum. Also du wirst hier auch unglaublich wachsen. Das nehme ich jetzt hier wahr. Und du wirst auch in deinem Leben dadurch etwas verändern. Das ist nur für dich. Also er wird auch wachsen. Er wird auch was verändern. Und es zeigt sich hier auch der Rückzug. Was bedeutet dieser Rückzug? Also sich zurückziehen, also vielleicht, also er will in sich gehen und es geht doch hier ein Stück weit darum, dass hier intuitiv, dass er das auch weiß, dass das was hier zwischen euch ist. Also er will hier Stabilität und er will diesen Erfolg. Also das nehme ich jetzt hier auch generell wahr und ich nehme auch hier wirklich wahr, dass hier, also auf jeden Fall karmisch mit euch zwei ist. Also ihr seid füreinander vorbestimmt und zwar hier für eine feste Partnerschaft. Ihr seid wirklich füreinander vorbestimmt. Glaub mir das. Also da gibt es wirklich nochmal eine feste Partnerschaft. Wenn du dir unsicher bist, dann buche dir wirklich einen Termin. Dann schaue ich auf deine Situation, damit du Klarheit hast. Also ich sehe jetzt hier generell schon die Tränen und Traurigkeit. Also es kann sein, dass es so an ihm nagt, denn er will richtig diesen Neuanfang und er will mit dir darüber sprechen. Er will mit dir kommunizieren. Trotzdem habe ich hier das Gefühl, dass er das so nicht wirklich kann. Er kann das nicht, aber da ist hier auch diese Spiritualität, spielt hier auch wirklich eine Rolle. Und was ich jetzt hier sehe, also das ist vielleicht auch in seine Kindheit. Also in seine Kindheit waren diese Themen, dass er da recht unentschlossen war. Also da arbeitet er gerade das auf, habe ich das Gefühl. Und auch der hat also unglaublich ein großes Selbstwertthema. Vielleicht aber auch ein Ego-Thema. Das nehme ich jetzt hier wirklich wahr. Im Außen hat er ein Ego-Thema. Also da bin ich mir sicher. Und es geht auch hier ein Stück weit darum, dass es hier das Glück da ist. Das Glück entwickelt sich wirklich sehr, sehr gut. Und auch wenn er also das immer wieder versucht hat, wegzudrücken, so unterzudrücken, vielleicht hat er auch gedacht, er könnte das nicht so zulassen. Er könnte das nicht so fließen lassen, ja? Ach, guck dir das mal an, das wirst du mir jetzt niemals glauben, was du jetzt hier sehen wirst. Also mit Sicherheit, also ich sehe jetzt hier deinen Herzensmenschen, also das sehe ich denn jetzt hier, und dich. Und das zusammen. Und ich habe die Karten also frisch gemischt, wie du siehst. Also ich sehe euch hier schon wie ein Paar. Also das symbolisiert für mich hier,
also dass hier auch in der nächste Level gehen wird. Und was hier noch ist, also ich sehe jetzt hier schon, also hier auch die Festigkeit, dass es wird hier, also wie gesagt, geht es hier darum, dass ihr beide in diese Durchhaltevermögen geht, beide in diese Begeisterung geht, beide diese männlichen Aspekte auch nutzt. Also das finde ich schon also wirklich gut. Und ich finde das wirklich sehr, sehr gut. Und ja, also das ist schon toll, ne? Also da entwickelt sich alles also wunderbar. Und ja, also das ist doch wirklich klasse. Ich sehe jetzt hier schon, die Gefühle werden fließen und die Leidenschaft wird auch hier erwachen. Also die Leidenschaft, weißt du, was es heißt? Also das, wo du wirklich dieses Herzklopfen spürst und so weiter und so fort. Das wird auch wirklich der Fall sein. Und jetzt konzentriere dich. Also ich sehe jetzt hier die Blockade, was soll ich denn sagen? Die Blockade, dass jeder das macht, was er will. Daheim, vielleicht löst sich auf, wenn das spirituelle Wachstum, also ich sehe hier noch irgendwie eine Gerede, aber, also ich sehe hier, dass ihr so Zwillingsflammen seid, also das ist, wenn ihr Zwillingsflammen seid, da weißt du ja auch, dass ihr etwas machen sollt. Hier zeigt sich nochmal eine hellere Mann, also ich weiß jetzt nicht, wer das jetzt in deinem Leben ist, also auf jeden Fall hat es vielleicht auch mit deinen Kindern zu tun, vielleicht hast du auch einen Sohn, der helle Haare hat oder sowas, also es geht hier irgendwie darum, dass du in deine Freiheit kommst und dass du, also du hast ja schon hier viele Chancen, also da bin ich mir schon sicher, also jetzt lass mal gucken, was fühlt er denn für dich, dein Mister? Also der will hier wirklich den Neuanfang. Also der Neuanfang wird hier manifestiert. Es zeigt sich hier die Liebe. Wenn die Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen und für immer ihr beide seid in Ewigkeit gesegnet. Und es zeigt sich hier der Neuanfang. Also ich hoffe, du hast dich hier wiedergefunden und sei unbedingt heute Abend bei dem Ritual dabei. Also wirklich, ich freue mich und schön, dass jetzt ist der April endlich vorbei und wir sehen uns im Wonnemonat Mai. Bis dann, bye bye.